In diesem Video erkläre ich dir, wie in der Musik die Lautstärke, man nennt das auch Dynamik, angegeben wird. Außerdem lernst du wichtige Begriffe zum Metrum und zum Tempo. Die Begriffe, die in der Musik für die Lautstärke verwendet werden, kommen aus der italienischen Sprache. Auch Bezeichnungen für das Tempo sind auch heute noch italienisch. Die Abkürzung P steht für Piano und heißt auf Deutsch leise. F steht für Forte und heißt auf Deutsch laut. MF steht für Mezzoforte und heißt mittellaut. Die Abkürzung PP steht für Pianissimo, also für sehr leise. FF heißt Fortissimo und heißt sehr laut. Es gibt noch andere speziellere Bezeichnungen für die Lautstärke, aber das waren die wichtigsten. Wenn auf dem Notenblatt dieses Symbol oder das Wort Crescendo steht, dann wird die Musik langsam lauter. Decrescendo bedeutet leiser werden. In der Physik wird Lautstärke in der Maßeinheit Dezibel angegeben. Abgekürzt wird das mit dB. In der Musik wird diese Maßeinheit normalerweise nicht verwendet. Der Teilbereich der Physik, die sich mit Tönen und Schall beschäftigt, nennt man Akustik. Das Metrum ist sowas wie der Herzschlag der Musik. Du kannst das Metrum spüren, wenn du im Tempo der Musik mitklatscht oder mit der Musik mitgehst. Bei einem Metronom kann der Musiker ein bestimmtes Tempo einstellen. Das Tempo kann ganz genau in Beats per Minute, abgekürzt BPM, also Schlägen pro Minute, angegeben werden. 60 BPM heißt, dass du 60 Mal in der Minute klatschen müsstest. Am Anfang eines Musikstückes wird das mit einer Note und einem Gleichzeichen angegeben. Dieses Musikstück sollte im Tempo 76 Schläge pro Minute gespielt werden. Bei vielen Musikstücken stehen aber auch die italienischen oder manchmal auch deutschen Bezeichnungen für das Tempo. Diese Beschreibung des Tempos ist dann aber auch nur eine ungefähre Angabe. Ich stelle dir jetzt ein paar Musikstücke in verschiedenen Tempi vor. Hör dir die Musikstücke an und versuche das Metrum zu spüren. Vielleicht sogar leise im Metrum mitzuklatschen. Es ist aber nur eine kleine Auswahl von sehr vielen Begriffen, mit denen das Tempo eines Musikstückes angegeben werden kann. Thank you.
Thank you.